Also ich glaube, ich brauche etwas Lustiges. Meine letzte Woche, die war eher so suboptimal und da dachte ich, ich mache heute mal ein bisschen was Spaßiges, ein bisschen was Spielerisches und zwar eine Schnitzeljagd durch mein Bücherregal. Und das funktioniert so, ich habe hier 25 Aufgaben, die ich anhand meiner Büchersammlung, meiner Bibliothek lösen muss. Und keine Sorge, das Prinzip ist sehr selbsterklärend, also sobald ich die ersten zwei, drei Aufgaben gemacht habe, werdet ihr wissen, worum es geht. So, Tee auf die Seite und dann ziehen wir gleich mal die erste Aufgabe. Da kommen sie mir schon entgegen. So, und zwar finde dein längstes Buch. Mein längstes Buch. Was sind denn da ein paar gute Kandidaten? Du bist ein guter Kandidat. Ja, glaube ich auch. Und einmal absaugen. So. Schauen wir mal. Mein längstes Buch hat 859 oder nee, du definitiv nicht, das sind nur 59. Was habe ich gesagt? 859 oder oh, okay, das hätte ich nicht gedacht. Das sind nur 848. Okay. Dann ist mein nächstes Buch Die Furcht des Weisen Teil 1 von Patrick Rothfuss. Also der erste Teil des zweiten Buchs der Königsmörder-Trilogie, die noch keine Trilogie ist, weil die versammelte Fantasy-Gemeinschaft seit Jahren auf Teil 3 wartet. Das ist auch so ein George Martin. Nächste Aufgabe. Habe ich das andere überhaupt auf die Seite oder habe ich es wieder reingeschmissen? Nein, ich habe es wieder reingeschmissen. Okay, tun wir es auf die Seite. Jetzt aber. Ein Buch mit goldenen, also ich habe hier die Aufgaben auf Englisch, also ein Buch mit goldenen Buchstaben auf dem Cover. Und da habe ich hier ziemlich sicher, ging aufs Glas von Lieber Dugo, also auf diesem Cover ist echt alles Gold. Also das glänzt einem förmlich an, da sind nicht nur die Buchstaben Gold, sondern wirklich alles. Also ich glaube, Aufgabe erfüllt. Nächste Aufgabe. Finde einen Klassiker. Habe ich einen Klassiker hier? Nee, ich glaube hier nicht, da unten. Auch nicht, oder? Wo habe ich den denn hin? Obwohl, dann nehmen wir mal das Buch aus, was ich vorhin schon in der Hand hatte. Ja. Das ist auch ein ziemlicher Brecher, also es war knapp hinter Die Furcht des Weisen Teil 1 mit 847 Seiten, aber ich habe hier Sherlock Holmes, die Erzählung 2. Also das ist das zweite Buch in so einem Dreier-Bücherschuber mit den gesammelten allen Werken von Arthur Conan Doyle zu Sherlock Holmes. Und das ist, glaube ich, ziemlich sicher ein Klassiker. Aufgabe Nummer 4. 4? Ja. Ein Buch, auf dem nur Wörter draufstehen. Habe ich sowas? Naja. Das ist Blut, oder? Also das zählt, glaube ich, nicht. Ein Buch, auf dem nur Wörter draus sind. Also nicht irgendwie ein Motiv oder sowas noch. Moment. Illumine. Hier mit Röckchen und Kram, aber der Q an der Seite.
sind, also Wörter und Markierung oder es ist Text. Es ist Text. So, da ist Text drauf, markiert und ja. Zählt, würde ich sagen. Und weiter geht's. Finde etwas auf deinem Bücherregal, was kein Buch ist. Okay, ich nehme hier mein Schlüsselchen mal raus, weil es steht hier normalerweise nicht. Was aber normalerweise hier steht, ist mein Funko Schlaubi-Schlumpf. Den hat mir meine Mama aus genau einem Grund geschenkt, und zwar, er hält ein Buch in der Hand. Und deshalb steht auch mein Bücherregal. Erledigt. Ein Festeinband, Hardcover ohne Einband, also ohne Umschlag. Festeinband ohne Umschlag. Das hier ist ein sehr schönes Hardcover mit aufgedrucktem, schönem, klassischen Buchrücken. Ist aber ein ganz normales, modernes Hardcover ohne einen Umschlag. Und zwar ist das The Starlit Wood New Fairy Tales. Es ist so eine Kurzgeschichten-Sammlung von Märchen-Reinterpretationen. Weiter geht's. Ja. Ein Buch mit einem Mädchen auf dem Titelbild. Titelbild. Jetzt musste ich schon wieder zu Patrick Douglas greifen, und zwar zu Musik der Stille. Das ist eine Kurzgeschichte zu einem Nebencharakter in der Königsmörder-Trilogie, und zwar Auri. Ich liebe Auri so sehr, und diese Geschichte ist so schön. Ja, und unser Hauptcharakter hier auf dem Titelbild. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Aufgaben das jetzt ist. Das ist. Finde dein kürzestes Buch. Mein kürzestes Buch. Also ich glaube. Nee, ich glaube, du hast mehr. 100. Oh! 173. Ich hab's gerade in der Hand, ne? Du hast, glaube ich, das kürzeste von den Sternen. Wie viel hast du da? Eine Seite mehr, okay. Ich habe hier einen Comic, und der hat zwar hinten noch ein bisschen ungezähltes Artwork, also ohne Seitenzahlen, aber ich glaube, das kommt trotzdem nicht drüber, denn gezählte Seiten sind es 66 Stück. Und ja, das ist die gedruckte Variante des Webcomics Pepper und Garrett. Pepper und Carrot ist so ein süßer Comic. Da geht es um eine Junghexe in der Lehre mit ihrem süßen Katergefährten, und ja, die erleben allerlei Abenteuer. Und als ich Pepper und Carrot kennengelernt habe, da habe ich mir echt gedacht, ey, vergesst Bibi, vergesst Lilly und wie sie alle heißen, die ganzen kleinen Zähne. So süß, so schön, und wie gesagt, der Comic, der Webcomic ist online komplett frei verfügbar zum Lesen, auch in mehreren Sprachen, so in einem Crowd-Projekt zusammen wurde das in mehreren Sprachen übersetzt, und ja, das ist die gedruckte Variante. Es heißt mal offiziell Volume 1. Ich hoffe so sehr, dass sie die anderen Comic-Episoden auch irgendwann mal so schön auflegen in dieser Hardcover-Ausgabe, dass ich sie mir ins Regal stellen kann, weil ich liebe Pepper und Carrot. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ich packe euch definitiv die Internetseite in die Videobeschreibung. Guckt es euch an, es ist so süß. Es ist einfach nur süß. Finde ein Buch aus verschiedenen Erzählperspektiven, also quasi mehrere Charaktere, die ein Buch aus mehreren Sichtweisen geschrieben. Fertig, Punkt, aus. Okay, das wäre zu obvious. Das wäre zu offensichtlich. Mehrere heißt dann wahrscheinlich auch mehr als zwei, ne?
mehr als zwei. Ja gut, dann nehmen wir doch Six of Crows oder das Lied der Krähen auf Deutsch von Leigh Bardugo. Da in dieser Buchreihe, Duologie, folgen wir einer Diebesbande von 6 Mitgliedern und da hat jeder seinen eigenen erzählten Blickwinkel. Also 6 verschiedene Blickwinkel. Große Empfehlung übrigens. Next! Finde ein Erwachsenenbuch. Also kein junge, keine Geschichte für junge Erwachsene, sondern ein Buch für Erwachsene. Habe ich doch 100 Pro. Was ist denn klassisch Erwachsenen-Fantasy? Ich würde sagen, definitiv Die Tochter der Hexe. Das glaube ich definitiv. Also da haben wir in dem Buch haben wir ein paar Themen angerissen, die sind, glaube ich, nicht so ganz für junge Leser gemacht. Tochter der Hexe ist definitiv nicht junger Erwachsener. Aber trotzdem sehr, sehr gut. So, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ein Buch mit einem Jungen auf dem Cover. Okay, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, aber die Aufgabe heißt ja ein Junge, richtig? Dann muss ich doch jetzt gerade mal googeln, wer denn jünger ist. Bin jetzt aber auch echt mal gespannt. Okay, also wir haben während der Geschichte einmal 17, startet mit 17 Jahren, am Ende ist er 21. Okay, dann er ist 24, 25. Alles klar, dann geht die Runde nicht an L, der ist nämlich älter, sondern an Itachi Uchiha. Ein Junge auf dem Cover, der bei Ende der Geschichte, bei Ende seiner Geschichte 21 Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, also es ist, er ist 17, also er ist noch ein Junge, also schade, das zählt, oder? Ein Buch mit einem männlichen Protagonisten. Nein, die 2 nehme ich jetzt nicht, das wäre zu einfach. Ein männlicher Protagonist. Wo haben wir einen männlichen Protagonisten? Wir haben einen männlichen Protagonisten. Hier. Im Psychokiller von Anonymous, da geht es um den jungen Joey. Den Psychokiller. Was kommt als nächstes? Finde einen Autorennamen oder einen Buchtitel mit dem Buchstaben Z drin. Also jetzt nicht am Anfang oder so, kann auch in der Mitte stehen, aber er muss mit Z. Boah. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Und zwar habe ich hier Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley. Eine sehr schöne Hardcover-Ausgabe, an die ich auf einem Flohmarkt für meine Ausbildungsbibliothek gekommen bin. Und noch sehr gut in Schuss, also schon ein bisschen Gebrauchsspuren, klar, aber jetzt nicht irgendwie zerkratzt, zerstört, gerissen, gefallen, gar nicht. Aber die Seiten sind so ein bisschen schön angegelt. Ach, ich liebe diese Ausgabe. Sehr, sehr schön. Und jetzt bringen sie mal wieder an ihren Platz zurück. Steht ein bisschen extra bei den Schätzchen. So. Hier geht's weiter.
Eins reicht. Ein Buch mit einem Tier auf dem Cover. Und da habe ich auch gleich eine Eingebung. Das war Bob der Streuner. Bob der Streuner würde ich jedem ans Herz legen. Das ist die Geschichte von einem Straßenmusiker, der es im Leben nicht so leicht hatte, der halt eben auf der Straße gelandet ist und versucht sich mit seiner Gitarre seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auch ein Drogenproblem hat, sehr, sehr traurig und ihm läuft ein Kater zu, den er Bob nennt und diese Begegnung wendet sein Leben zum Besseren und es ist so schön. Also dadurch, dass er dann Verantwortung für das Tier übernimmt und eben nicht mehr nur alleine ist. Er wurde mittlerweile auch verfilmt mit dem Original Bob, der sich selber spielt. Das war ein 5-Sterne-Buch. Ich habe das Buch zugeschlagen und habe geheult. Ja, macht was mit einem. Auf jeden Fall. Also gerade als jemand, der jetzt mittlerweile in der Großstadt wohnt und dieses Problem jeden Tag vor Augen hat, es macht was mit einem. Also nicht unbedingt leichte Kost, aber ich würde es jedem ans Herz legen. Und weiter geht's. Was kommt jetzt? Ein hellblaues, türkises Buch. Hellblaues, türkises Buch. Dich hatten wir schon zweimal. Nehmen wir hier. So sieht man's. Sword of the Sword von Julie Kagawa. Das ist der zweite Teil zu Shadow of the Fox. Mittlerweile auch auf Deutsch erschienen, glaube ich, beide Bände. Also im Schatten des Fuchses und... Heißt der zweite Teil in die Seele des Schwerts? Ich find's raus und schreib's euch hier oder in die. Ich schreib's euch irgendwo hin. Also ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über die Handlung erzählen, weil sonst wird dieses Video stundenlang. Aber wie ich schon sagte, ein Anime als Buch. Also jedem, der gerne Animes guckt, würde ich diesen Roman empfehlen. Also entweder. Starten wir mal mit dem ersten Teil, Shadow of the Fox oder Der Schatten des Fuchses auf Deutsch. Und dieser zweite Teil, eben ein bisschen türkisfarben. Next! Ein Buch mit einem Close-Up auf dem Cover, also irgendwas aus der Nähe als Motiv. Irgendwas aus der Nähe als Motiv. Was nehmen wir da? Oh. Großartiges Buch. Ich habe es so gefeiert. Rahmas von Sarah Ave, auch im Drachenmond Verlag erschienen. Es war ein 5-Sterne-Buch. Ich habe so gebrüllt vor Lachen. Es ist verrückt. Es ist witzig. Es ist... Lest einfach, es ist so gut. Und ein Close-Up von einem Rabenschädel haben wir hier auf dem Cover. Also, Aufgabe erfüllt. Oh. Ich glaube, so ungefähr die Hälfte dürfte man jetzt schon haben. Das Buch in der frühesten Zeitperiode, also quasi was am weitesten in der Vergangenheit spielt. Oh man, das ist ja wirklich jetzt so ein Großteil Fantasy, ne? Das ist ja gar nicht unsere Zeitrechnung. Oh. Wo ist denn da? Du spielst in der Vergangenheit? Glaube. Das war auch Assassin's Creed. Ist das? Das ist nicht rein Fantasy, ne? Das ist so historisches.
Dingsbums. Haben wir hier eine Zeitangabe? Boah! Ihr ganzen Videospiel-Nerds, sagt mir mal bitte, wann. Siehst schon. 19. Juni, also das Buch startet am 19. Juni 1257. Und ich glaube, ich habe nichts, was vorher spielt. 1257. Ja. Ja. Assassin's Creed. Nehme ich. Und weiter geht's. Ein Buch mit einem Schlüssel auf dem Cover. Boah. Boah, nee. Hab ich da irgendwie Türen oder Schlüssel? Nee. Das sind auch geil. Haus. Ich habe hier vier Bücher mit Türen auf dem Cover. Moment. Da muss doch irgendwo. Nicht mal im Kleinen. Mann. Nee, Leute. Da muss ich passen. Ich habe kein Buch mit einem Schlüssel auf dem Cover. Habe ich nicht. Okay. Das ist traurig. Das nächste Buch, was ich mir kaufe, hat einen Schlüssel. Nein. Nein. Das deprimiert mich jetzt, ne? Mann. Ein Buch mit Blumen auf dem Cover. Blumen. Blumen, Blumen, Blumen. Puh. Oh. Ist mir egal, ich nehme das jetzt so. Ich habe hier Rosen und Knochen von Christian Handel. Und wir haben hier Rosenblütenblätter, also keine Blumen an sich, aber es steht Rosen auf dem Cover. Rosen, komm, ich nehme das jetzt. Nach der Nummer mit dem Schlüssel, Nach der Nummer mit dem Schlüssel lasse ich da jetzt nicht noch eine Niederlage zu. Okay. Ein Buch von einem Autoren mit einem gängigen Namen, also sowas wie Meyer Müller Schmidt, gehe ich mal davon aus. Ist Martin ein gängiger Name? Ich kenne jemanden, der heißt Martin mit Nachnamen, aber deswegen ist es ja noch lange nicht gängig. Nein. Ich glaube, Collins ist ein ziemlich gängiger Name, oder? Dann nehmen wir doch die Tribute von Panem. Jetzt mal den ersten Teil. Ich habe die komplette Box am Archiv. Hier sind die komplette Box raus. Nein. Aber Collins. Ja, Susan Collins. Den nehmen wir. Und jetzt suchen wir ein Buch mit Sternen auf dem Cover. Also langsam mag ich die Sachen nicht, die irgendwas auf dem Cover haben wollen. Sterne. Wir suchen Sterne. Wir suchen Sterne. Also, habe ich irgendwas mit Himmel? Himmel? Ja, als Himmel, aber keine Sterne. Das. Ist das Himmel oder ist das Schnee? Ich glaube, das ist Schnee. Boah. Ja. Ja, hier steht wieder Stars auf dem Cover, aber nein, da sind auch Sterne drauf. Da, so kleine weiße
Flamme. So, eine Frau. Next! Ein schimmerndes Buch, ein schillerndes Buch, ein Buch, das glänzt. Verdammt, King of Scars hatte ich schon. Ah. Ich hatte vorhin schon den zweiten Teil, jetzt nehme ich einfach doch nochmal den ersten Teil rein, und zwar Shadow of the Fox. Das schimmert zwar nicht komplett, aber hier so diese Fuchsmaske. Die ist ziemlich shiny. Wir nähern uns dem Ende. Das älteste Buch auf meinem Regal. Das älteste Buch auf meinem Regal. Also wahrscheinlich das Buch, was schon am längsten auf meinem Regal steht. Also nicht das älteste Buch per se, sondern das Buch, das ich schon am längsten im Regal stehen habe. Ihr alle nicht. Definitiv nicht. Boah, bei denen weiß ich, die habe ich, glaube ich, gebraucht irgendwoher. Aber die habe ich später gelesen. Also, ich gehe jetzt einfach davon aus, das älteste Buch, was ich gelesen habe und dann, was dann in mein Regal gewandert ist. Ich glaube, dann muss ich wirklich... Dann muss ich wirklich Ergon, der Auftrag des Ältesten, nehmen. Spitzfindige Fantasy-Leser unter euch werden jetzt denken, aber Siri, das ist Teil 2. Du hast doch bestimmt Teil 1 vor Teil 2 gelesen. Ja, habe ich natürlich. Aber ich habe die Hardcover-Ausgabe von Teil 1 hier im Regal. Das war aber nicht das originale Buch, was ich hatte. Ich habe nämlich den ersten Teil von Aragorn habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen im Taschenbuchformat. Und als ich fertig war damit, kam relativ schnell dann Teil 2 raus. Aber die Hardcover-Ausgabe kam zuerst raus. Und ich wollte nicht warten, bis die zu meiner Edition passenden Taschenbuchausgabe vom zweiten Band rauskommt und habe mir das Hardcover gekauft. Und dann kamen Teil 3 und Teil 4. Und irgendwann hatte ich dann halt da stehen, Aragorn Teil 1 ein Taschenbuch und die anderen drei Hardcover. Und dann habe ich meine Original-Taschenbuchausgabe an meine Cousine verschenkt und mir die Hardcover-Ausgabe des ersten Teils geholt, damit es eben alles passt. Und deshalb ist Aragorn der Auftrag des Ältesten das älteste Buch auf meinem Regal. Ein Buch mit einem Tagebuch darin. Okay, also ich habe, das weiß ich, safe, ich habe kein Buch, was rein in Tagebuchform geschrieben ist. Aber ich nehme hier jetzt mal Animant Crumbs Staubchronik von Lynn Rina, denn unser Hauptcharakter Animant nimmt in diesem Buch einen befristeten Job in der Universitätsbibliothek in London auf und beschreibt in dieser Zeit, ich glaube, das sind 4 Wochen oder einen Monat, also im Prinzip quasi täglich, was sie erlebt. Also es ist jetzt nicht Tag 1, Datum so und so, dies und dies und das, also nicht klassisch Tagebuch, aber es ist ein Bericht aus ihrer Perspektive. Es ist sogar in Ich-Form geschrieben, also ich glaube, das ist ziemlich tagebuchartig. Nehme ich jetzt so. Jetzt brauche ich gar nicht mehr lang suchen, weil letzte Aufgabe. Ein Buch mit Illustrationen darin. Ein Buch mit Illustrationen. Ja gut, okay, die Graphic Novels sind schon mal raus. Das sind ja quasi nur Illustrationen. Das wäre zu einfach. Ich nehme hier jetzt Language of Thorns von Liber Duro. Ist auch auf Deutsch schon erschienen, die Sprache der Dorn. Das ist eine Geschichtensammlung mit Märchen, Sagen, Legenden aus dem
Grisha-Universum, also das Universum, in dem ihre erste Trilogie gespielt hat und Six of Crows auch spielt. Und das ist jetzt eben eine Sammlung von Märchen aus dieser Welt. Und ich blätter euch mal einfach so ein bisschen rein. Also ihr seht schon, alles schön bunt, auch der Text bunt und hier über die Seiten auch eben eingerahmte Illustrationen. Wunderschönes Buch und echt schöne Geschichten. Also ich empfehle es auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Buch kann man auch lesen, wenn man den Rest von ihr nicht gelesen hat. Also diese Urtrilogie und die Crows-Reihe muss man nicht gelesen haben, aber es ist schöner, glaube ich, wenn man die gelesen hat vorher. Lest einfach. Ich empfehle es komplett. Lest einfach. Also die erste Trilogie ist ziemlich jugendbuchmäßig, auch mit einer Liebesgeschichte und ein bisschen Schmalz, aber schön, richtig schön. Und lieber Dugos Charaktere, großartig. Mein absoluter Lieblingsbuchcharakter ever stammt aus dieser Trilogie. Und zwar Buch 2, Siege and Storm. Nikolai, jawohl. Das war meine Schnitzeljagd, oh Gott, meine Katzen werden sich freuen. Ja, schön, spaßig, kann man mal wieder machen. Also ich hatte echt eine Mordsgaudi. Mein Videoschnitt, ich würde mich hassen, weil ich euch jetzt natürlich all die Bücher wieder in die Videobeschreibung packe. Oh mein Gott. Das wird ein anstrengendes Wochenende. Ich hoffe, euer Wochenende wird schön und entspannt. Halt, Moment. Das Video kommt am Montag, wenn ich es schaffe. Das heißt, ihr hattet hoffentlich ein schönes und spannendes Wochenende. Dann wünsche ich euch eine ebenso stressfreie, entspannte Woche. Startet gut in die Woche rein und dann am Freitag, wenn alles klappt, kommt dann das nächste Video von mir. Und bis dahin.